Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute backe ich einen Kirschkuchen. Die Kirsche aus unserem eigenen Garten, natürlich aus dem Glas noch. Und so sieht er aus. Mit schönen knusprigen Streuseln obendrauf und richtig schöner, lockerer Boden mit Rührteig. Wirklich sehr, sehr lecker. Und so sieht er aus. Schaut, meine liebe Freunde. Und ich kann euch nur empfehlen, diese Kuchen nachzubacken. Schaut ihr, wie weich ist der. Mit so vielen Kirschen. Ein Traum, liebe Freunde. Jetzt braucht man nur eine Tasse Kaffee. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Video anschauen. Und ich hoffe, dass einer oder die andere wird diese Kuchen nachbacken. Es lohnt sich. Als Erste sollen wir die Kirsche abtropfen lassen. Ich habe so hier so ein kleines Sieb, da kann ich immer den Glas umdrehen und abtropfen lassen. Die Kirsche sind aus meinem Garten selbst angekocht, aber ja, wenn ihr gekaufte nehmt, dann kauft euch nur einfach ein Glas Schattenmorellen. So, wir fangen erstmal mit dem Butter. Die Butter werden wir erstmal kurz so verrühren. Am besten, wenn es etwas weicher ist, mehr als Zimmertemperatur, dann geht das besser. Dann gebe ich so ungefähr fast halbe Teelöffel gestrichene Wirkung, Ingwer und Zitronenschale. Das mache ich immer selber, trockne selber, deswegen weiß ich ungefähr, wie viel muss ich es nehmen. Nehmt ihr, liebe Freunde, nach eurem eigenen Geschmack. Natürlich kann man Zitronenschale auch frisch nehmen. Und jetzt lassen wir den Zucker anrisen. Die alle Zutaten stehen wie immer unten in die Beschreibung. So, jetzt geben wir eine Prise Salz und werden wir jede einzelne Ei ungefähr so halbe Minute reinschlagen. So, und jetzt werden wir es mal von der Wand runter alles machen. Und dann geben wir durchgesiebte Mehl mit dem Backpulver auch portionsweise. Erstmal die Hälfte und dann den Rest geben wir zu. Das war's da schon. Haben wir wirklich einen sehr schönen, geschmeidigen Teig bekommen. Jetzt nehmen wir die Form. Die Form habe ich mit Backpapier belegt und innen drinnen auch eingefettet. Und geben wir jetzt unseren Teig da rein. Glatt streichen. So, das haben wir. Und jetzt brauchen wir nur unsere Kirschen aufteilen. Nehme die bisschen von der Rand weg, dass danach die Umrandung geht besser ab und die Kirschen kleben nicht an den Rand. Und jetzt machen wir noch ein Streusel obendrauf. Bevor wir Streusel machen, können wir schon Backofen anmachen auf 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober-Unterhitze. Ich nehme gleich den Schüssel, wo ich den Teig gemacht habe und werde da mein abgemessenes Mehl, ganz bisschen Backpulver durchsieben. Gebe dazu gemahlene Mandeln, auch gehackte Mandeln, Zucker. Erstmal kurz umrühren, trockene Zutaten. Und die Nüsse könnt ihr natürlich auswechseln. Walnüsse nehmen und Cashewnüsse nehmen. Pistazien kann man nehmen. Wirklich, das ist egal welche Nüsse. Wer was mag und wer was zu Hause hat. Und werden wir jetzt den Streusel machen.
der Streusel ist fertig, verteilen ihn auf den Kirschen oben drauf. Und dann geht es alles für 35 Minuten im Backofen. Schaut in der Art eures Ofens. So, schön viel Streusel. Was könnt ihr eventuell noch machen? Muss es aber nicht sein. Das ist ein paar Stückchen Butterflocken verteilen auf den Streusel. Das kenne ich noch von meiner Kindheit. Wenn man mit Streusel gebacken wurde, wurde immer den Butterflocken obendrauf gemacht. Die Butter war aus eigener Produktion, weil wir Kühe hatten und die Butter war ein bisschen anders als diese. Der hat wirklich geschmeckt. So, das reicht. Und jetzt geht es im Backofen zum Backen. So, nach 35 Minuten sieht unser Kuchen so aus. Schaut ihr. Oben schön knusprig. Den Streusel duftet wunderbar lecker. Jetzt brauchen wir abkühlen. Ich mache dann den Form auf und schiebe auf den Gitter mit dem Papier den Kuchen und lassen wir abkühlen. Da können wir auch Stückchen abschneiden. So, meine Lieben, der Kuchen ist noch nicht richtig abgekühlt und kann passieren, dass sie innen drinnen werden, die vielleicht Kirsche sind, etwas zu weich. Aber wir wollen zu Kindern fahren und ich möchte ihn mitnehmen. Aber ich möchte auch euch es zeigen, wie schön fluffig und saftig dieser Kuchen ist und mit diesem leckeren Streusel obendrauf. Es ist ein Traum. Schaut, wie schön weich es ist. Nehme vorsichtig. Und so sieht er aus. Richtig schön weich. Und es ist kein so ein richtig dicker Teig. Und es ist wirklich ein sehr lockerer Teig. Und ich würde euch wirklich empfehlen, mal diese Kuchen nachzubacken. Wirklich schmeckt sehr gut und eigentlich absolut nicht kompliziert. So einen Kuchen kann man sogar auch als Blechkuchen machen. Einfach doppelte Mehle nehmen und ihr habt einen schönen großen Blechkuchen für die ganze Familie oder Fest. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr meinen Kanal weiterteilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute, genießt das schönes Wetter und bis zum nächsten Mal. Tschüss!